Ja, heute bin ich im Berufsbildungszentrum der Deutschen Vermögensberatung in Hamburg. Ich war zusammen mit vielen Bankkaufleuten, die sich interessiert haben für den Beruf des Vermögensberaters. Und die wollten mal sehen, wie funktioniert ein Einstieg. Und da sind mir Fragen gestellt worden. Die erste Frage war, wie funktioniert ein Einstieg? Wie funktioniert das mit den Kunden? Und da ist es tatsächlich so, ich habe vor etwa 5 Jahren gestartet als Vermögensberater. Und ich hatte ein Auto, ich hatte den Tank voller Benzin, aber keinen Kunden, keinen Mitarbeiter. Und da ist es so, ich habe gestartet wie jeder Rechtsanwalt, wie jeder Steuerberater, der startet in die Selbstständigkeit. Ich habe all den Menschen, die ich kenne, erzählt, was ich tue. Dann sind einige Kunde geworden, einige sind später Kunde geworden. Und noch andere sind gar nicht Kunde geworden. Das ist aber völlig normal. Diejenigen, die Kunde geworden sind, und das ist das Besondere bei unserem System, mit dem wir als Vermögensberater in den letzten 40 Jahren über 6 Millionen Kunden gewonnen haben, das ist die Empfehlungsnahme. Diejenigen, die zufrieden sind, empfehlen ihren Vermögensberater weiter. Und das sind 90% unserer Kunden, empfehlen uns weiter. Und wie das genau funktioniert, das kann mein Team heute jedem Banker mitteilen. Das kann sie jedem Bankmitarbeiter beibringen. Und das ist das Geheimnis, warum wir immer wieder Menschen finden, die begeistert sind von unserer Dienstleistung. Und wir haben immer und immer und immer gut zu tun. Seit meinem Start habe ich insgesamt knapp 30 Geschäftspartner gewonnen, die als Vermögensberater aktiv sind, zudem noch 60 nebenberufliche Geschäftspartner und Tippgeber. Und auch da geht es darum, Menschen für unser Geschäft zu begeistern, für unser Geschäft zu gewinnen. Und auch da geht es darum, einen guten Job zu machen, Empfehlungen zu bekommen und dann diejenigen zu begeistern, hier bei uns mitzumachen. Das ist letztendlich die Geschichte. Es gab noch eine ganz wichtige Frage, was ist die Besonderheit für einen Banker bei der Deutschen Vermögensberatung? Ganz einfach, wir eröffnen tagtäglich 4 neue Büros für Vermögensberater, während die Banken täglich 4 Filialen schließen. Das ist das, was heute aktuell passiert. Und jeder Banker hat natürlich eine Grundakzeptanz, eine Grundreputation in seinem Umfeld und wird gerne gefragt nach Finanzthemen. Und insofern wird es ihm A, aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, B, aber auch aufgrund seiner Reputation sehr viel leichter fallen, als Vermögensberater erfolgreich zu sein. Deswegen bin ich heute hier. Das sind mal 2 Highlights des heutigen Tages. Ich freue mich, wenn du Lust hast, auch mehr davon zu erfahren. Dann herzlich willkommen, schick mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich auf dich, auf die nächsten Schritte. Alles Gute.